Nach den vorliegenden Informationen wird bestätigt, dass die Volkswirtschaften in der Eurozone eine Schrumpfung wie noch nie erleben. Es hat einen deutlichen Rückgang der wirtschaftlichen Tätigkeit gegeben infolge der Corona-Pandemie und der gegen sie ergriffenen Maßnahmen. Schwere Arbeitsplatzverluste und Einkommensverluste, Unsicherheit über die wirtschaftlichen Perspektiven und dergleichen haben zu einem deutlichen Rückgang der Verbraucherausgaben und der Investitionen geführt. Umfragedaten und Realdaten zur Wirtschaft zeigen zwar eine gewisse Abflachung der Entwicklung in Verbindung mit der allmählichen Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen, aber die Verbesserungen sind bisher begrenzt angesichts der Geschwindigkeit, mit der die Indikatoren in den letzten Monaten in den Keller gegangen waren. Die Projektionen, die Vorausschätzungen von Juno zeigen Entwicklungen in einem noch nie dagesehenen Tempo im zweiten Quartal. Vor einem Wiederaufschwung in der zweiten Hälfte hat diese Entwicklung stattgefunden. Jetzt hat die Wirtschafts- und Finanzpolitik zu einer Abmilderung geführt, aber die Vorausschätzungen sehen vor, dass die wirtschaftliche Tätigkeit deutlich zurückgehen wird und dass auch die Inflationsperspektiven während des gesamten Voraussagehorizonts unsicher werden. Diese Unsicherheit prägt das Gesamtbild. Die grundlegende Inflation wird gedrückt durch sinkende Energiepreise. Der Preisdruck wird dennoch begrenzt bleiben angesichts des deutlichen Rückgangs des realen BIPs und der wirtschaftlich schwachen Entwicklung. Entsprechend seinem Mandat ist das Direktorium der EZB entschlossen, die nötigen wirtschaftlichen Anpassungsmaßnahmen zu ermöglichen und die Währungspolitik in die Sektoren und die Länder durchschlagen zu lassen. Wir haben deshalb eine Reihe von währungspolitischen Maßnahmen beschlossen, um die Wirtschaft zu stützen während ihrer allmählichen Wiederöffnung, um die mittelfristige Preisstabilität zu gewährleisten. Erstens, das Direktorium hat beschlossen, das Paket für das Aufbauprogramm im Rahmen der Pandemie, das sogenannte PEP, mit 600 Milliarden Dollar zu beziffern und insgesamt auf 1,35 Billionen Euro anzuheben. Die Inflation sinkt also deutlich während des Vorhersagehorizonts. Die Ausweitung dieses Pakets wird die generelle wirtschaftspolitische Haltung abmildern und die Finanzierungsvoraussetzungen in der Realwirtschaft, vor allem für Unternehmen und Haushalte, vergünstigen. Die Aufkäufe werden weiterhin durchgeführt, und zwar flexibel wie gehabt, im Laufe der Zeit in verschiedenen Wertpapierklassen und Systemen und Staaten. Damit können wir Risiken abschwächen für die allmähliche Weiterleitung der wirtschaftspolitischen Erfordernisse und der nötigen Maßnahmen. Wir haben beschlossen, den Horizont für Nettoaufkäufe im Rahmen unseres Programms bis zum Ende Juni 2021 zu verlängern, mindestens bis dann. Wir werden jedenfalls Netto-Wertpapieraufkäufe und andere Programmmaßnahmen durchführen, bis das Direktorium der Auffassung ist, dass die Coronavirus-Krise abgeschlossen ist. Dann vielleicht noch etwas zu einer Frage in Bezug auf die Entscheidung des Gerichts in Karlsruhe. Ich möchte daran erinnern, dass die EZB der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, des EuGH, unterliegt. Unser Programm, unser Paket ist vom EuGH bewertet worden als unserem politischen Mandat entsprechend. Wir haben das Urteil in Karlsruhe zur Kenntnis genommen, das sich an die deutsche Regierung und das deutsche Parlament, den Bundestag, wendet. Und wir vertrauen darauf, dass eine gute Lösung gefunden werden kann. Eine gute Lösung, die nicht die Unabhängigkeit der EZB gefährden wird, auch nicht die vorrangige Stellung des europäischen Rechts und des EuGH.